Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Grim Dawn. Und zwar muss ich euch sagen, leider fehlt eine Folge. Und zwar sind wir das letzte Mal, habt ihr ja mitbekommen, die es regelmäßig schauen, dass wir den Endboss gelegt haben. Und, ach, wir sind eh voll gepackt, dann kann ich auch mal eben verkaufen gehen. Leider, ja, tust du das. Breitschwert brauche ich ja, um. Willst? Blödsinn. Wo war ich ja stehen geblieben? Genau. Beim letzten Mal haben wir den Endboss gelegt und sind in ein neues Gebiet gegangen. Haben auch da auch schon die erste Mission erledigt. Wir machen mal so hier. Das ist das. Den behalten wir mal. Huch. Was ist das? Den behalten wir erstmal. Und leider Gottes habe ich jetzt ja festgestellt, oder beziehungsweise musste ich die letzten Tage feststellen, dass mein altes Aufnahmeprogramm von Nvidia mir einen Stinkefinger zeigt, beziehungsweise da stimmt es ja auch nicht mal so ganz. Das Problem ist tendenziell eher, können wir auch verticken, das Problem ist tendenziell eher, dass es nicht wirklich mit 60 Frames aufnimmt. Ja, und damit kann mein Schneideprogramm mal so gar nicht umgehen. Und deshalb musste ich mir ein neues Aufnahmeprogramm holen. Das funktionierte dann auch erstmal nicht so, wie ich das ganz gerne wollte und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Hä? Warum habe ich das reingeschmissen? Man weiß es nicht. So, schwupp. Jetzt kann ich mal eben hier das Rezept lernen. Bauplan gelernt, Giftklauerei, na, ein Traum. Habe ich hier noch irgendwas abzugeben? So. Ist hier noch irgendwie eine Quest abzugeben oder noch irgendwas zu machen? Da ist zum Beispiel was. So, danke, ja, ich hab dich, alles klar. Super. Nehmen wir natürlich. Hatte ich eigentlich noch was zu machen hier? Jetzt muss ich mal gucken. Jo, 2 Punkte. Dann nehmen wir einmal Konstitution und wir nehmen einmal Raffinesse. Bringt mehr Schaden. Wie sieht's hier aus? Übrige Punkte 3. Die packen wir mal hier rein. So. Okay, wartet mal, was habe ich hier denn? Da packen wir rein und dann die 2 da rein und so. Genau, das haben wir jetzt auch erledigt. Gucken wir mal. Genau, und ich hatte dann Schluss gemacht, nachdem ich dann leider Gottes feststellen musste, ich hatte Schluss gemacht bei einem Portal, bei diesem hier, bei dieser Rift, und musste dann leider im Nachgang feststellen, dass die Aufnahme komplett im Arsch war. Aber gut, ich kann es nicht ändern, war eine Folge. Werde jetzt auch nur eine Folge aufnehmen und dann werden wir sehen, was passiert. So. Wir schauen uns weiter um. Ach ja, erstmal hier. 6, 7 und 8. So. Guten Tag, die Herren. Hallo. So. Da war dann Ruhe im Kabuff. Ja, das mit diesen ganzen Programmen und so ist halt immer so eine Sache. Aber jetzt geht es darum, Monster umzubringen. Und nicht um Programme. Ach, hier ist eine Quest, die wir natürlich gerne nehmen. Hallo, sehr erfreut, hier draußen ein freundliches Gesicht zu treffen. Normalerweise sind die Banditen nicht so höflich zu uns. Da du in dieser Gegend unterwegs bist, frage ich mich, ob du was für uns aus... Wobei denn? Unser Ältester Matthias wurde kürzlich nach einem Überfall auf unser Lager vermisst. Der Älteste hatte beschlossen, unseren Talisman, ein wertvolles Relikt meiner Leute, vor ihren gierigen Händen zu verstecken und floh deshalb in die nahegelegenen Ruinen, als
als die Banditen auftauchten. Das liegt nun schon ein paar Tage zurück und allmählich befürchte ich das Schlimmste. Bitte, falls du die Ruinen westlich der Staunton-Mine erkunden solltest, suche den ältesten Matthias auf. Ja, werde ich gerne tun. Machen wir. Mehr ist, da ist noch eins. Seid gegrüßt, Fremder. Welch Freude, jemanden zu begegnen, der ein Treffen ohne Waffengewalt beginnt. Dasselbe kann ich von der Gang oben am Hügel im Osten nicht sagen. Habt ihr Ärger damit? Lauter brutale und blutrünstige Mörder. Alles, was wir auf dieser Welt verabscheuen. Und jetzt haben sie entlang der Straße eine Barrikade errichtet, um Reisende wie unser eins gefangen zu nehmen. Wir haben hier ein Lager aufgeschlagen, während wir entscheiden, was wir tun sollten. Die beste Vorgehensweise wäre, die Barrikade zu sprengen, damit unsere Brüder und Schwestern in Frieden auf der Straße reisen können. Uns fehlen aber die Mittel dafür. Du siehst doch, ja, fähiger Mann, genau. Ja klar, ich helfe euch. Quest angenommen. Oh, mal gucken. Sind denn jetzt Quests auf der Map zu sehen? Im Osten, sagt er, wäre was. Dann gehen wir erstmal dahin. Gehen wir erstmal gern Osten. Besser ist das. So. La. Dann gehen wir da oben durch. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Hier hat auch mal jemand gerastet. Aber wer rastet, der rostet. Beziehungsweise die waren nicht gerostet, die waren einfach nur tot. Wahrscheinlich, weil es war keiner mehr da. Na. So, das war das. Ah, guten Tag. So, eine Essensration nehmen wir natürlich gerne. Hallo. So, Ruhe im Kabuff. Hallo. Ja. Ach, da ist noch einer. Was fällt dir denn ein, einfach weiterzuleben? Kann doch wohl nicht angehen. So. Aber irgendwie... Da ist noch einmal, ich glaube, eine Essensration, wenn ich das auf der Map richtig sehe. Huch. Ja, super. Außersehen auf die Schusstaste gekommen. Siehste wohl, sag ich ja. So, aber mehr ist hier nicht. So rein gar nichts. Dann gehen wir jetzt mal... Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Da haben wir aber alles. Ich kann noch mal das restliche Gedöns da erkunden. Das ist aber nicht. Ach, hallo. So. So, da haben wir. Dann gehen wir hier mal hoch. Und sehen, hier ist Ende im Gelände. Hier geht es ja auch nicht weiter. Dann können wir hier über die Brücke gehen. Oder was immer das ist. Das ist ja gar keine Brücke. Ach. So, du lebst ja immer noch hier. Das geht. Da, was ist das denn hier? Aufhören. Ja.
So. Lass das. Ja, da lebt noch einer. Alter, ist mal gut hier, ne? Hier ist auch ganz schön was los. Richtig Party hier. So, das war das. Ja, dann gucken wir uns hier mal um. Da sind Gegner. Huch. So. Schwupp. Das. Ja, funktioniert eigentlich recht. Der Char, muss ich sagen. Verstecktes, verstaubtes Tagebuch nehmen wir natürlich mal. Zumindest so bis hierher scheint es ganz gut zu funktionieren. Wo ist denn jetzt dieses scheiß Tagebuch? Wo ist das Tagebuch? Bin ich blind? Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Da, nehmen wir das so lange. 875 Erfahrungen ist nice. So, das, den Schrott nehmen wir auch mit. Ach ja, und ein Endboss. Ich freue mich. Ich glaube, ich sollte da mal eben schnell aus dem Weg. Na, ach du Scheiße. Was machst du da? Ach, ich glaube, ich sollte mich erstmal um den Burschen hier kümmern. Ach Scheiße. Das mit dem Werfen, das muss ich... Jungs, locker machen. Kann ich das mal weghaben? Danke. Ja. Na, hörst du mal auf? Ja, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Das war der. So, la 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 la. Gucken wir auf die Map. Ja, gucken wir uns hier weiter um. Hier ist Schicht im Schacht. Gehen wir hier rum. Hier geht's weiter. Was denn? So. Die sterben alle ganz nice. Was war das? Ein bisschen Eisen nehmen wir natürlich mit. So, da ist ein Höhleneingang. Den gucken wir uns auch nochmal an. Auf jeden Fall. So. Tagchen. Mal, ich glaube, diese Höhle kenne ich schon. Ich muss mal eben die paar hier nochmal eben beiseite machen hier. Hört das hier auch nochmal auf. Eindeutig kennen wir diese Höhle schon, deshalb... nicht wahr? Ich gucke nochmal eben auf die Map. Ja. Können wir uns hier wieder vom Acker machen.
war nur der Ausgang. Ach, Jemine. So. Schön sterben, Jungs. Genau. So geht's doch. Ach, Jemine. Also irgendwie, das klappt gut. Muss ich sagen. So, aber hier bin ich eigentlich... da war ich ganz runter. Okay. Also geht es jetzt... darüber, würde ich jetzt mal sagen. Das, glaube ich, ist eine recht gute Idee. Ach je. Ach, scheiße. So. So, hier sind auch gleich mal mehrere von den Dingern. Giftet ihr Schweine nicht? Kann ich nicht gut heißen. Und wieder ein paar mehr. So. Ja. Ist auch irgendwie richtig Party. Ach, nee, da kommen auch welche dazu. Machen wir erstmal euch hier. Eins, zwei. Normal. Trotzdem ist meine Performance der Waffe echt nicht so schön. Das könnte besser sein. Ein Breitschwert. Yeah, genau was für meinen Char. So. So. Gehen wir mal weiter nach links. Da ist das Tor. Okay. Habe ich hier jetzt eine Quest erledigt oder nicht? Nö, nicht so richtig. Ja, dann gehen wir mal weiter nach links hier. Tagchen. Tschüss. Frechheit. Echte Frechheit. Okay. Da ist was Höhlentechnisches. Mineneingang. Hört sich gut an, weil da hatten wir auf jeden Fall eine Quest. Doch was geblinkt, oder? Wusste ich's doch. Aber nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Schwupp. Ja, das war das. Dezente Aufräumaktion hier. So, dann gucken wir mal hier. Na, na. Hörst du wohl? Ach, das ist ein Bösling. Mit Name sogar. Du schneidest mir nicht mein Gesicht ab. Du machst auf jeden Fall ganz schön Auerbursche. Bursche.
da mal durch. Genau, und so, und so. Endlich. Ja, ja, ja. Da war das Dynamit. 1 von 1 haben wir. Das ist nur die Frage. Ich glaube, ich gehe mal nach unten irgendwie erstmal. Ja, ja. So. Haken. Den Schrott nehmen wir natürlich. Besser. So. Dann können wir jetzt noch mal da unten hingehen. Das werde ich jetzt auch tun. Wahrscheinlich gehe ich da jetzt wieder typisch Micha in die völlig falsche Richtung. Aber gut. Man kann nicht alles haben. So, die Hühner würde ich sagen. Hoppla. Hallo. Ein beschädigter Panzer. 16 Eisenstücke. Ja, das war natürlich die falsche Richtung. Also geht's wieder nach oben. Hm? Welche Nachricht? Ach, stopp. Ne, Scheiße. Du schneidest mir immer noch nicht das Gesicht ab. Das wird so schnell nicht passieren, mein Freund. So, einmal ein Heiltrank. Und hier noch was, eine Kiste. Dann nehmen wir den Eisen. Das Eisen und den Schrott natürlich mit. So, da geht's auch nochmal weiter. Tagchen. Da ist der Ausgang. Glaube. Ups. Ja, genau. Dann haben wir da auch alles durch. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, jetzt mit Beendigung dieser Höhle und wir haben jetzt ja im Prinzip auch das Dynamit gefunden, das wir brauchen, eben noch schnell die Höhle verlassen. Ach ja. Ich wusste es, dass es irgendwo Stress geben würde. Wo sind wir hier eigentlich? Okay. Ja. Das haben wir gemacht. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch diese kurze Erkundung und danach, wenn wir dann gleich angekommen sind. Ach, da können wir eigentlich gleich das noch machen. Würde ich mal so sagen. Jupp. Okay.
Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss.